Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Space Engineers. So, in dieser Folge geht es weiter mit unserem wunderschönen neuen Flugzeug. Also unserem kleinen Kampfjet, den ich hier da in der letzten Folge überwiegend gebaut habe. Und dafür werden wir jetzt erstmal noch ein paar Raketen, also in erster Linie Munition bauen. Wenn wir jetzt zumindest schon mal beauftragen. Der Assembler ist nämlich noch beschäftigt. Dafür haben wir kein Kobalt mehr. Ja, wer hätte das gedacht? Ne, wir lassen das jetzt erstmal da. So. Was brauchen wir jetzt? Wir brauchen große NATO-Munition. Dafür brauchen wir Nickel und Magnesium. Also ist Magnesium hier so ungefähr zu 100% für die Waffenproduktion gedacht. Wie ich das sehe. Und Raketenbehälter, das dürfte ja jetzt die eigentliche Rakete sein, denke ich mal. Ne? Was? Moment. So viel Uran? Das ist immer uncool. Uranbarren. 5 Kilo. Boah. Das macht den Einsatz von Raketen direkt richtig kostspielig. Gut, Magnesiumpulver. Magnesiumpulver. Eigentlich sollten wir genug von dem Zeug haben. Wobei wir davon so wenig abgebaut haben, weil man es irgendwie ungefähr nie gebraucht hat. Das vielleicht ein wenig interessant werden könnte. Hm. Aber wir brauchen jetzt erstmal auch noch nicht ganz so viel Munition. Ich werde jetzt auch mal nach den 5 Paketen die nach hinten packen. Ja, die haben keine Gegenstände, ich weiß. Dann schauen wir jetzt mal. Ja, haben wir auch kein Magnesium für. Ich sollte beim nächsten Mal wieder ein bisschen mehr Magnesium mitnehmen. Ein bisschen Munition brauche ich schon, um mal so ein Frachtschiff anzugreifen. Also ich brauche Kobalt und Magnesium in größeren Mengen, wie ich das sehe. Allein schon deswegen, also wegen den Energiezellen. Moment, Fertigungsroboter war der andere. Ja, Magnesium und Kobalt. Und wir wissen jetzt auch, wofür wir noch in großen Mengen Uran produzieren können. Das ist auch nicht schlecht. Und Nickel haben wir jetzt wirklich erstmal genug. Die ganzen Raffinerien sind nämlich noch mit Nickel und Platin beschäftigt. Können hier auch mal kurz das Eisen nach vorne packen. So, ich denke mal 1500. Kommt wieder nach hinten. Dann verarbeitet er das eben. Und dann schauen wir mal. So, was brauchen wir noch? Also, was wäre noch hilfreich? Ein Sturmgewehr. Dann brauchen wir aber auch noch Munitionsclips dafür. Ich weiß nicht, 5 Stück reichen wahrscheinlich. Nein, das war jetzt nicht so ganz intelligent, weil die Rakete schon fast fertig war. Ah, ich glaube, das Produzieren von den Dingern ist jetzt wirklich nicht aufwendig. Das dauert nur so lange, damit man sich nicht innerhalb kürzester Zeit mit extrem viel Munition gegenseitig wegballert. Das ist jetzt meine Theorie dazu. So, das Sturmgewehr. Der Munitionskasten. Und Raketenwerfer. Das könnte man sich besseres vorstellen in so einem Spiel, nicht? Nee, wohl eher nicht. Oh, wohl eher nicht das. Aber wenn man sieht, wie teuer die Raketen sind, lohnt sich es leider auch nicht, damit Erz abzubauen, glaube ich. Allein wenn man sieht, wie viel Uran man dafür braucht, wäre das reinste Verschwendung. Da müsste man wirklich schon in eine Uran-, Magnesium-, Eisenbarren-, Nickel-Überhaupt-Quelle schießen. Ja. Und würde dann ohne Ende Zeug damit wahrscheinlich pulverisieren. Ja, jetzt haben wir nämlich auch kein Magnesium mehr. Dann können wir die eine Rakete jetzt auch rausnehmen. Das heißt aber, dass wir... Moment, wo ist es? Zu viel Menüs hier. Da. Der Munitionskasten, das Sturmgewehr, Raketenwerfer und. Nein, wir können dann jetzt auch mal... Nee, da war das andere Menü schon richtig. Wir können da jetzt auch mal das Sturmgewehr nach vorne packen. Aha, da haben wir direkt 150 Schuss für. Ja. Oh, man kann sogar zielen. Oho.
Gut. Ja, wie viele Clips habe ich denn jetzt noch im Inventar? Noch habe ich alle. Okay. Dann gucken wir jetzt mal, wie groß... Oh, 500 Liter. Moment mal. Moment. Ich jetzt eine Rakete reinpacke und normalerweise nur 240 Liter Volumen habe, kann ich dann nur 4 Raketen reinpacken. Also so, das wäre jetzt die volle Gefechtsbeladung bei normaler Inventargröße. Ja, das ist ein bisschen wenig. Aber es wäre jetzt umso schlechter, wenn man die... Wenn man Raketenwerfer dann noch anbinden muss. Das wäre ja auch blöd. Hä? Moment. Das ist doch 25 mal... Oh, ups. Ja, das... Der Munitionstyp stimmt schon, aber wir müssen das natürlich in die Gatling packen. Und dafür müssen wir auch zur Gatling hin. Ne? Ja, okay, da kann man wirklich nur ein paar reinstopfen. Also genau 4 Munitionskästen passen da rein. Wunderbar. Warum so viele? ja, dann werden wir jetzt erstmal hier noch ein weiteres Fahrwerk anbauen. Wäre jedenfalls nicht verkehrt. Muss das noch richtig drehen. Ich weiß auch, dass es nicht richtig oder nicht mittig positioniert ist, aber das ist jetzt auch erstmal egal. Ah, komm, das Fahrwerk kriege ich jetzt noch fertig geschweißt, bevor mir die Energie ausgeht. Hoffentlich. Oh, es wird mutig. Oh ja. Nein, nicht mit dem Schiff kollidieren. Fallen, Jetpack an. Vielleicht auch vorwärts, ne? Aha. Und schon saugen wir wieder Energie aus der Station. Fällt gerade auf, hinter Antenna 2 ist irgendein Minen... Also Minensammler, denke ich mal, oder Minenverteiler. So. Das heißt aber, da das Schiff jetzt gerade in sehr kurzer Distanz zu unserer Plattform ist, können wir da jetzt auch wunderbar mal hinfliegen, nachdem wir kurz unser konstruktionsbedingtes Dach hier wegflexen. So, plöpp, plöpp, plöpp. Mein Gott, schön, wie man hier durchfliegt. Plöpp, 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 plöpp. Da, da. So. Und, jetzt packen wir den, jetzt pullen wir den Standard-Move, den alle Spieler normalerweise pullen. Moment, nein. Ah, okay, das geht nicht so einfach. Schade. Ich wollte jetzt eigentlich... ja, Moment, wir speichern das mal eben. Ich begebe mich mal kurz ins Hauptmenü. Ja, wir wollen wirklich speichern. Dann machen wir Welt laden. Und machen hier einmal Speichern unter. So, und mit diesem Spielstand werden wir jetzt erstmal weiterspielen. Ich habe ihn aus mehr oder weniger sinnvollen Gründen eine dumme Idee genannt. Nämlich für den Fall, dass unser Schiff gleich semi oder komplett zerstört wird, wenn wir den da angreifen. Und für den Fall, dass das nicht passieren sollte, kann ich mit dem Spielstand auch einfach weiterspielen. Von daher, ja, das ist halt so der Standard-Move. Man will irgendwas Dummes tun, okay, speichern wir vorher ab, am besten unter einem anderen Spielstand, und ja, dann können wir Dummes tun, ohne dass wir unseren hart erarbeiteten Kram irgendwie kaputt machen oder so. Ich werde jetzt aber trotzdem vorher alles bis auf mein Sturmgewehr hier in den Frachtcontainer werfen. So, plöpp, 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 alles da rein. Nur das Sturmgewehr und das NATO-Magazin bleibt da. Das können wir eigentlich auch direkt mal ziehen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie man hier Schiffe übernimmt, aber das werden wir dann gleich merken, lernen oder eben nicht. Gut, ich habe keinen Reaktor dran, merkt man. Also, kein Ausrechnen. Nein! Ach komm, jetzt ist das Schiff gerade aus dem Sektor raus. Ernsthaft? Das ist jetzt aber uncool.
Dann kann ich aber wenigstens noch einen Reaktor anbauen. So. Drehen. Vielleicht kommt auch gleich auch wieder ein kommerzielles Frachtschiff. Das wäre cool. So. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Nicht, dass wir Kratzer in unser Schiff oder so fahren, ne? Wunderschön aufgesetzt. ja, genau. Bauen wir jetzt erstmal einen Reaktor dran. Bis da wieder ein Schiff vorbeikommt. So. Das brauchen wir auf jeden Fall. Wir brauchen Metallgerüst. Wir brauchen Reaktorkomponenten. Oder eine Reaktorkomponente in dem Sinne. Dafür haben wir aber auch noch Kies und Bar. Ja, genau. Das passt soweit. Wo ist er? Moment. Da. Reaktorkomponenten, Motor und Computer werden wir wahrscheinlich auch noch brauchen. Oh, Motoren vielmehr. Nein, so viel dann wahrscheinlich auch nicht. Ach ja, und interne Panzerung. Interne Panzerung ist meistens auch sehr wichtig. Und ein Grundbaumittel irgendwie. Ja. Okay. Nee. Reaktor haben wir noch im Inventar. Dann müssen wir jetzt mal schauen. Den packe ich dann jetzt hier mal an die Seite. Nein. Ach, Herstellungskomponenten brauchen wir auch noch. Da haben wir noch welche. So. Dann spack's mal fest. Stahlrohre und Stahlplatten haben wir vergessen. Wunderbar. Stahlrohre in groß. Stahlplatten nehmen wir auch ein paar mit. So. Ach ja, und dann können wir da gleich auch direkt Uran reinpacken. Dann haben wir nämlich noch ein bisschen mehr Energie, ne? Oder haben mal Energie, die ausreicht, um alle Triebwerke ausreichend zu befeuern. So, und fertig sind wir damit. Und jetzt nehmen wir erstmal genau die Hälfte davon, oder so ungefähr die Hälfte, er rundet das ja auf. Wir packen das in den anderen Reaktor. So. Und jetzt stellen wir fest, dass wir immer noch keine neuen Frachtschiffe haben. Was kann man denn hier eigentlich noch anschließen? Oder ist das irgendwie für Kraftstoff oder so? Weil, ja gut, eigentlich erwartet das Schiff vorne auch eine Schnauze, das stelle ich gerade fest. Also sieht jedenfalls so aus, ja. Wir können aber mal eine Schräge nehmen, denke ich. Das sieht wahrscheinlich ein bisschen besser aus. Müsste man nur noch, ja genau, die Schräge richtig rum platzieren. Dann brauchen wir einen normalen Klotz. Und noch eine Schräge. Und ich glaube, die restlichen Klötze hier machen wir auch erstmal in normaler Form. Wobei, eigentlich können wir das auch komplett so machen. So. Sollte reichen. Das sieht dann wenigstens halbwegs sinnvoll aus. Besser als wenn da vorne noch irgendwelche unfertigen oder scheinbar unfertigen Tanks oder so rausschauen, wie das gerade der Fall war. Außer wir können da oben eine Ecke dran montieren. Das ist ja cool. Warte mal, gibt es hier Ecken? Ja. Sehr schön. Nein. Nein. Was war das denn jetzt für eine Ecke? Ah, sehr schön. Dumme Idee, Incoming. Bester Name für einen Speicherstand ever. Dann hätte ich eigentlich auch die beiden... Moment, ich hole einen Schweißer. Ich hole einen Schleifer. Und Schleifgerät, so. Hätte ich auch direkt so machen können, eigentlich. Also, dass es jetzt nicht so ganz hässlich aussieht. Das heißt... wir flexen auf jeden Fall den Klotz da noch weg.
Und den Klotz können wir auch wegflexen. Wenn er denn heute noch fertig flexen möchte. Und dann schauen wir mal, ob wir da jetzt einfach einen... Einfach so die Ecke rein... Ups. Die Ecke ist auf 9, nicht auf 8. So. Das sieht man jetzt irgendwie nicht so gut wegen der... Weil die da drüber noch nicht so schön fertig ist. Und der Klotz dahinter auch noch nicht fertig ist. Dann machen wir die eben erstmal fertig. Immer noch kein neues Frachtschiff in Sicht. Dann schauen wir jetzt mal. Nee. Vielleicht könnte ich da auch eine Rampe reinbauen. Weil das ja so seitwärts ist. Ja, doch. Macht vielleicht ein bisschen mehr Sinn von der Schnauzenform her. Wenn wir das so machen, ja. Ja, genau, der Klotz dahinter war sowieso noch nicht fertig. So, dann drehen wir den noch eben richtig. Dann können wir vorne eigentlich auch die Schnauze da mal, oder die Spitze hier wegmachen. Sieht sonst ein bisschen komisch aus, finde ich. So, wobei es so auch komisch aussieht. Aber immer noch besser als ohne. Also als, beziehungsweise als mit dem Klotz da vorne. Aha, Militärtransporter. Sehr gute Idee, den mit so einem kleinen Ballastschiff anzugreifen, aber hey. Wollen wir eh nochmal testen. So, jetzt ist die Spitze auch wunderbar fertig. Ja, jetzt laden wir auf jeden Fall mal den ganzen Kram ab. Und, na Moment, da gehen wir zum großen Frachtcontainer. Ganzen Kram, alles raus. So. Gewehr ziehen. Könnten auch alternativ noch ein bisschen warten, bis das Schiff da ein bisschen näher ist. Aber ich denke mal, wir werden jetzt mal drauf zufliegen. So, auf ins Verderben, würde ich mal sagen. Ich hoffe vor allem, dass der Treibstoff reichen wird. Aber, sagen wir es mal so, die in dem Minenschiff da haben ja auch genug gereicht. Also waren ja auch ausreichend dimensioniert. Ach ja, wir sollten vielleicht auch nochmal die Steuerung definieren. Das wäre gut. Zur Waffentyp Rakete gewechselt. Zur Waffentyp Projektil gewechselt. Sehr gut. Dann stellen wir direkt auf Rakete. Das Projektil wird nämlich nicht viel bringen. So. Ich weiß natürlich jetzt auch nicht, in welche Richtung das genau reist. Das könnte jetzt mir genau entgegenreisen. Das könnte auch über mir fliegen. Also einen Kurs über mir anpeilen. Aber das werde ich gleich ja sehen. Dummerweise. Interessant auch, dass das komplette Cockpit ziemlich statisch ist. Also hier die Displays vor uns. So, wir haben mittlerweile unsere maximale Reisegeschwindigkeit erreicht und brauchen nur ungefähr die Hälfte der Energie, die zur Verfügung steht. Also die würden wir prinzipiell auch ungefähr jedenfalls mit einem Reaktor erreichen. Das heißt, wir können auch noch ausreichend schnell wieder wegfliegen, selbst wenn der, wenn ein Reaktor kaputt gehen sollte oder so. Ja, jetzt würde ich gerne keine Entfernungsmarkierung mehr haben, zumindest keine, die unten da die Sicht blockiert, wobei der genau dazwischen ist, wie es aussieht. Jetzt brauche ich mal so ein Fernglas, einfach mal, um den von der Ferne begutachten zu können, ohne dass man zu dicht ranfliegen muss. Fällt aber gerade auf, dass es vielleicht sinnvoll gewesen wäre, wenn ich Baumaterial mitgenommen hätte, um das Schiff zu übernehmen, so mit Remote Control und so, ne? So Gedöns, einfach. Ich guck mal kurz. Ah, Treibstoff ist noch genug da. Haben wir ja nichts von verbraucht im Endeffekt. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie abartig viel Geschütze und Verteidigung die da haben werden. Ich kann mich eigentlich schon mal von dem Schiff hier verabschieden. Vor allem, weil ich dummerweise keine Antenne dran gebaut habe, fällt mir gerade ein. Das wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen, wenn ich nämlich gleich drauf gehe, ist das Schiff sonst wo. Einfach weil keine Rakete drauf ist. Sag mal, entweder sind die nicht bewaffnet oder die haben mich bisher noch nicht entdeckt.
Okay, das ist jetzt nicht so hilfreich. Ach komm, jetzt sind die ganzen Erzmarkierungen im Weg. Jetzt knalle ich gleich gegen den Frachter, weil ich das nicht sehe. So, es wird spannend. 500 Meter. Ah, die ersten Turrets. Nein! What the fuck? Okay, wenn man in die Reichweite der Geschütze kommt, ist man sofort tot. Vor allem, wenn man nicht mit einem fetten, gepanzerten Klotz dahin fliegt. Ich konnte nicht mal meine Raketen abschießen. War schon vorher tot. Ja, deswegen habe ich gespeichert. Also unabhängig gespeichert. Vor allem wäre ich jetzt sonst auch mein schönes Sturmgewehr los. Das wäre blöd. Ich könnte natürlich jetzt... Nein, könnte ich nicht. Also da waren so viele Geschütze drauf. Das hat mich mal instant zerpflückt. Das heißt, dann werde ich jetzt auch erstmal hier... Nein, wir brauchen jetzt nicht nochmal speichern. Die Welt laden und begeben uns wieder in unsere alte Welt. Ja, das heißt, wir werden entweder die Panzerung von dem Schiff massiv aufwerten müssen oder aufrüsten müssen, oder wir, also entweder mehr Panzerung und oder mehr Feuerkraft. Das sind so die Optionen, die wir gerade haben. Ich glaube, oder wir bauen ein großes Schiff. Das hat ja prinzipiell automatisch mehr Panzerung, weil mehr Material verbaut wird. Das ist aber ein bisschen sehr teuer. Das finde ich nicht so gut. Von daher könnten wir vielleicht eher mal schauen, dass wir dann ein riesiges... Oder dass wir das mal jetzt entsprechend aufrüsten einfach. Aber um das tun zu können, brauchen wir erstmal... Ich glaube Nickel in erster Linie war es, was fehlte. Nickel und Kobalt, genau. Das werden wir jetzt in erster Linie erstmal wieder abbauen gehen. Plöpp. So... Begeben wir uns in unseren Kommandostand, schauen mal zu dem Verbinder rüber und entriegeln den. So, dann können wir dann wieder unseren Miner auf den zugreifen. Warum haben wir keinen Remote Control? Moment. Wir haben doch Energie. Die Antenne ist an. Reichweite ist eigentlich auch in Ordnung. Fahrwerke. Und beide mal entriegeln, obwohl die ja nicht verriegelt sein sollten. Zugeteilte Energie beeinflusst die Kraft des Gyroskops. Wenn eingeschaltet, reagiert das Gyroskop nicht mehr auf die Cockpit-Kontrollen, kann es stattdessen manuell über das Terminal gesteuert oder eingestellt werden. Okay, interessant. Nee, aber das ist alles nicht interessant. Also den Verbinder haben wir entriegelt. Rauswerfen machen wir aus. Scheinwerfer sind ja egal. Warum haben wir jetzt keinen Remote Control? Ja, das würde ich jetzt aber schon gerne wissen. Moment. Ja. Das gehört mir. Also, wo ist das Problem? Moment. Jetzt fliegen wir mal kurz dahin. Das Sturmgewehr haben wir ja immer noch. Mittlerweile. Ne? Also das Ding ist gelb. Das ist ja nicht das Problem. Die beiden Reaktoren sind grün, also haben wir Energie. Die Remote-Control-Einheit leuchtet auch grün. Dann müsste ich jetzt da eigentlich sogar hierüber den Miner steuern können. Aber es geht nicht. Das ist jetzt echt komisch. Ja. Ist das jetzt einfach ein Bug, dass die Remote-Control dann irgendwie kaputt geht, wenn man das lädt? Obwohl, das kann eigentlich nicht sein, weil ich jetzt zwischendurch auch mal geladen habe. Moment. Warum war der Rektor nicht fertig? War ja beschädigt worden? Das macht ja keinen Sinn an der Position. Mir werden viele Positionen eingefallen, wo Sachen oder Objekte hier beschädigt werden können.
können, aber nicht da, wo der Reaktor steht. Oder lag das jetzt ernsthaft? Nee, kann ja nicht. Das hat ja vorher auch funktioniert. Wir sind nicht verbunden. Das Fahrwerk ist zwangsweise auch nicht gesperrt. Bin ich blöd oder ist das ein Bug? Weil bisher hat das ja eigentlich immer funktioniert. Weil die Antenne ist da. Ja, Bohrer sind nicht so wichtig. Hier kann man auch nichts verändern. Das ist jetzt echt uncool. Wenn irgendein Bug jetzt die Steuerung zerstört hätte. Vor allen Dingen einfach so. Das ist jetzt ein wenig blöd. Ich glaube, also ich vermute zwar nicht, dass das was damit zu tun haben könnte. Aber ich werde jetzt erstmal dieses Schiff hier, ja, betankt ist es, werde jetzt erstmal hier aus unserem Hangar raus transportieren. Und das dann gleich da vorne mal landen lassen. So. Ja. Wir sollten so oder so dann nochmal einen Reaktor hier anbauen. Müssen wir eh, wenn wir das noch weiter aufbauen, dann brauchen wir mehr Triebwerke und dann brauchen wir auch wieder noch einen Reaktor. So. Landen. Vorsichtig. 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 Ich glaube, jetzt sind wir gelandet. Ja, genau. Sogar mehr als nötig. Ja, so. Fahrwerk 1 und 2 verriegeln. Würde mich aber wundern, wenn das damit zu tun hätte. So, meine und Remote Control ist ausgegraut. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Sensors. Sensors. Hm. Der Masseschwerpunkt. Gut, der liegt eigentlich ziemlich mittig. Das ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Aber das hat jetzt auch nichts damit zu tun. Das ist jetzt ein wenig blöd. Vor allem, weil wir ja kein Cockpit auf dem Ding haben. Ich meine, wir könnten jetzt zwar eins dran bauen, weil wir jetzt eh schon genug Fahrzeugfläche auf Fahrzeughöhe haben durch die Ladekammern, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Außerdem stören mich die ganzen Anzeigen jetzt gerade wieder. So. Das gibt's doch nicht. Vielleicht machen wir das nochmal, vielleicht geht's dann. Aha. Okay. Warum auch immer das jetzt nicht funktioniert hat. Und dass die... Alter, dass der Verbinder so derart viel Power hat, also dass du dann nicht so mit dem Schiff wegkommst, also mit einem Triebwerk, also der hat mehr Power als ein Triebwerk, also als ein kleines Triebwerk. Das ist schon mal eine Ansage. So, wir können mal kurz auf Kamera stellen. So. Fliegen wir kurz ein bisschen weiter und können den mal eben kurz landen. Ich würde mich dann sehr gerne mal in meinen Kommandostand begeben. So. Dann will nämlich nicht das Problem, dass mir irgendwann die Energie ausgeht. So. Dann nochmal. Remote Control anstellen und Kamera anstellen. So. Nickel und Kobalt sollten wir auch auf unserem ultimativen Planeten da oben finden. Oder auf unserem ultimativen Asteroid. So, alles leer. Reaktoren sind voll. Ist auch alles funktionsfähig. Licht können wir erstmal noch ausschalten. Das brauchen wir momentan ja noch nicht. Jetzt können wir es denn derweil auch wieder anschalten. Können wir uns die wunderschöne Textur von diesem Gesteinsbrocken anschauen.
Was ist da oben? Warum glitzert das da so? Was ist das? Okay. Entweder das ist Gold, wonach es gerade aussieht. Oder es war eine Renderfeder. Nee. Ich glaube, es ist Gold. Ja, doch, es ist Gold. Schon gewundert, warum was das schimmert. Business Shipment. Ich weiß nicht, ob das wohl auch bewaffnet ist. Okay. Wir haben ja hier Spielstände ohne Ende, ne? Oder die Möglichkeit, Spielstände ohne Ende zu erzeugen. Ja, wir wollen es wirklich sicher speichern. Dann machen wir mal Spiel laden. Dann können wir dumme Idee Incoming mal löschen. Und dann nennen wir das mal bessere Idee Inc. Oder Incoming, ne? Und das laden wir jetzt auch direkt. Dort ist der Mars und wartet auf unsere Ankunft. Buzz Aldrin. Ja, wir müssen jetzt aber trotzdem erstmal einen weiteren Reaktor anbauen. Also es wäre jedenfalls nicht verkehrt. Damit wir da auch halbwegs schnell hinkommen. Damit das Schiff da nicht total gebremst ist, wenn wir beschleunigen. Das wäre nicht so gut. Ich muss sagen, dieses Spiel lädt so unglaublich schnell, ja. Vor allem, wenn die Karten größer werden, also je größer die Karten werden, desto langsamer lädt er. Okay. Warum auch immer. Okay, ich glaube... ich habe einen Bug gefunden. Okay, gut. Das Problem hatte ich nämlich schon mal. Und das beheben wir jetzt so, dass wir hier erstmal anfangen, die Kontrollstation wegzuflexen. Was jetzt eine unglaublich intelligente Idee ist. So. So, und dann schwebt der Raumanzug, der da nämlich gerade drin stackte, nämlich wieder daneben. Ich glaube, diesen Bug sollte ich mal melden. Das ist tatsächlich reproduzierbar. Wunderbar. Wenn man dann nämlich währenddessen man steuert, speichert und dann es neu lädt, dann hat man verkackt. Im Endeffekt. Und das ist halt jetzt mein alter Raumanzug im Endeffekt. Das kann ich aber jetzt... So. Kaputt geflext. So. Das ging echt schnell. So, jetzt nehme ich das ganze Zeug wieder hier in mein Inventar. Und der Raumanzug wird halt dann baldig mal verschwinden. Auch echt klasse, dass man das so machen muss. Bin ich begeistert ohne Ende. Ja genau, da muss jetzt eben noch ein Reaktor drauf pappen. Ist jetzt gerade auch erstmal egal, wie der positioniert ist. Ah, Reaktorkomponenten bräuchten wir aber schon nochmal. Ja. Reaktorkomponenten. Haben wir sie? Da haben wir sie. So. Bauen. Und direkt mit einsammeln und fertig ist hier. Los, mach schneller. Das Business Shipment wird sicherlich nicht ewig durch die Gegend fliegen. So. Und dann müssen wir erstmal das Fahrwerk entsperren. So, entriegeln und los geht die Party. Wunderbar, dass es da unten ist. Wunderbar, dass ich vergessen habe, den Reaktor zu beladen. Ich mich gerade wundere, warum ich da keine Energie habe. So, 0,5 nehmen und in den Reaktor stopfen. Nein, das Business Shipment ist da unten, okay. So, rein und los. Ohne den Asteroiden mitzunehmen. Das wäre jetzt ein bisschen blöd. Können derweil dann auch schon mal hier die beiden Waffen anlegen.
Hoffen wir, dass wir es jetzt noch schaffen. Von daher. Und ich hoffe auch, dass wir das jetzt irgendwie übernehmen können. Aber auch schön, dass die eigene Anzugenergie in einem Schiff aufgeladen wird, sehe ich gerade. Und das ist ja echt praktisch. Gut, habe ich bisher noch nicht drauf achten können. Oder noch nicht drauf geachtet, weil ich ja bisher jetzt nicht so ganz auf den Schiffen saß. Vor allem bei diesem Spielstand. Weil wir im Endeffekt unser Hauptabbauschiff ferngesteuert haben. Von daher... Ja, 104 Meter pro Sekunde ist meine Ansage, würde ich sagen. Ist, wenn man durch die Ewigkeiten des Weltraums geht, fliegt aber auch nicht so wirklich schnell. So, jetzt fliegen wir einmal mal knapp dran vorbei und schauen, ob die... hier Abwehrsysteme oder sowas haben. Wenn sie welche haben, werden sie mich wahrscheinlich eh in 0, nichts abschießen können. Wenn nicht, dann haben sie verloren. Sozusagen. Oh, außer ich fliege da voll rein. Ey, caramba! Nein, ich brenne! Raketen? Regelt das? So. Ich weiß jetzt nicht, wie schwer die Beschädigungen an meinem Schiff sind. Warum kann ich nicht auf den anderen Typ wechseln? Was soll das? So, jetzt aber. Mein Gott, riesige Solarzellen am Start. Hat das irgendwo noch Abwehrsysteme? Offenbar nicht. Nein, wo ging denn die Rakete hin? Business Shipment. Was auch immer ich da gerade zerstört habe. Ich frage mich gerade, ob das Ding jetzt wohl aufhört, sich zu drehen. Und vor allem, ob ich das jetzt irgendwie übernehmen kann. Kann auch sein, dass ich dieses Business Shipment... dass das die Fracht war, die ich gerade zerstört habe. Das ist natürlich jetzt selten dämlich. YOLO. Mal ein bisschen Material abbauen, ne? Ja, da die Markierung dann weg war, war das wahrscheinlich der Punkt. Ah, Batterien. Sehr schön. Nein, mein Inventar ist gleich voll. Ich will aber die ganzen Energiezellen mitnehmen. Menno. Wo ist mein Schiff? Da hinten treibt es. Oder? Nein, da ist es. Tollerweise haben wir halt keinen Laderaum, ne? Von daher... Oh, sogar große Triebwerke drin. Ay caramba. Okay. Also Business-Lieferung, ne? Kann man offenbar ganz gut mitgehen lassen, sage ich jetzt mal einfach. Ich würde jetzt gerne hier was in das Schiff einladen, aber das Schiff hat kein Inventar, denke ich. Nee. Hätte ich natürlich jetzt direkt dran denken müssen. Blöpp. Nein. Genau dazwischen hergeflogen. Wobei die... Raketen-Explosionsleistung, das ist nicht schlecht. Aber da ich den Spielstand so gleich wegwerfen werde, können wir jetzt noch dann ein bisschen dran rumbasteln. Können auch mal gucken, ob die Gatling irgendwas dagegen ausrichtet. Wenn nicht, dann kann ich mir das eigentlich beim nächsten Mal sparen. Ne? Also ich glaube, die Solarpanels kriegt man damit zerschossen, aber mehr auch nicht. Und irgendwie hat mein Schiff jetzt so einen leichten Seitendrall. Ich glaube, dass da irgendwo eines der Triebwerke kaputt gegangen ist. Oder? Nee, aber ich habe ein Fahrwerk verloren. Also das auf jeden Fall. Aber mehr haben sie nicht kaputt gemacht. Das finde ich jetzt ganz lustig. Ja, aber... Ja, das... Ach, das ist auch schön. Das nächste Frachtschiff. Das ist ja cool. Ja, nee, aber da muss man ja sich einen großen Fighter bauen, also ein großes Kampfschiff und dann... ja, die Gatling-Kanone hat ungefähr null Kästen noch über. Ja, also man muss sich dann einen großen Fighter bauen und eigentlich auch ein großes Frachtschiff. Und ein Demontageschiff, also Demontage-Frachtschiff quasi. Und das können wir dann, könnte man dann verwenden, um den Kram da einzusammeln, glaube ich.
Oder man muss einfach an das Business Shipment, also an den Block, der quasi ja, vielleicht die Informationen enthält, wo ich gerade so tollkühn reingeschossen habe, weil ich dachte, ja, dann fliegt es nicht mehr weg. Ich glaube, es fliegt dann in der Tat nicht mehr weg, aber da ist halt dann auch nichts Interessantes mehr offenbar. Außer man reißt halt sowas wie die Batterien raus, ne? Wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Dann will ich jetzt mal gleich eine Batterie bauen und die auf das Schiff packen und mal gucken, wie viel Energie die bringt. Ne? Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Das ist ja cool. Also Batterie, Ladung, beziehungsweise wenn man dann Batterie als Energiequelle nimmt, wäre das auch nicht verkehrt. Oder ist ja ganz cool, sagen wir es mal so. Oh, da kommt auch schon die Plattform. Hoppala. Nein! Das war knapp. Ich wollte gerade sagen, hätte ich fast ein wenig eine, sagen wir mal, Außenlandung, ne, an unserer Plattform ausprobiert. So. Schiff ist wieder auf sicheren Fuße. Oder auch nicht. Ist ja nur noch einer über. So. Batteriepaket kommt hier hin. Moment. Ja. Also da könnte man jetzt eigentlich passend die Elektromobilität zu kritisieren, weil, Moment, ich glaube, warte mal, ja, 7,1 Tonnen ungefähr ist das jetzt schwer. Ich gucke mal, ob das Gewicht gleich zunimmt, aber ob das Gewicht schon standardmäßig mit der Baustelle anliegt. Die Batterie ist jetzt erstmal eh leer, okay, immer noch 7,2 Tonnen. Wenn die Batterie dann halt gleich 10-mal so schwer ist wie der Reaktor und 5-mal so viel Platz braucht, dann ist die Batterie, also sind Batterien hier irgendwie ziemlich witzlos. Kannst auch einfach immer Uran in das Schiff reinpacken. So. Ne, es wiegt immer auch 7,2 Tonnen, okay. Ja, wie lade ich denn die Batterie jetzt auf? Ist mal im Ernst. Wie? Weil die ist ja offenbar gerade leer, ne? Und die Reaktoren produzieren eigentlich genug, ne? Also genug Energie. Trotzdem ist die Batterie leer. Kann man die vielleicht irgendwie explizit nutzen oder laden? Ah, Moment. Ich stelle das erstmal auf Aufladen. Was zum Henker? Wie viel Energie braucht diese dämliche Batterie zum Aufladen? Ach komm. Dann reicht die ja bis in alle Ewigkeiten. 720% Energieverbrauch. Yay. Ja, das war jetzt so eine Aktion, die sich richtig gelohnt hat. Was passiert wohl, wenn ich das Ding jetzt an die Station anschließe mit einem Verbinder? Das würde mich jetzt mal interessieren. Warte mal, Verbinder, wo sind sie? Da ist ein Verbinder. Kommt auf Platz 9. Und nach Möglichkeit pappen wir da jetzt so da dran, dass wir da auch mit andocken können. So zum Beispiel. Brauchen wir auch einen Computer und 3 Stahlplatten. Tollkühne Experimente hier. Und das Ganze im Survival-Modus. Ah komm, Computer und Stahlplatten nehmen wir schon mal mit. Computer, wo seid ihr? Computer. Blöd. Aber Stahlplatten haben wir da auf jeden Fall schon mal. Ja, nee, ich will nur 5 mitnehmen. Computer hatten wir aber eigentlich auch. Scrollen, Motoren, scrollen. Kleiner Frachtcontainer. Kann doch nicht sein, dass die ganzen Computer weg sind, ja. Wunderbar. Produzieren wir mal ein paar nach. Moment. Wo landen die jetzt? Welche? Ah, das war der Assembler, okay. Assembler, wo bist du? Da bist du. So. Das sollte reichen. Wenn ich jetzt das Ding gleich an die Station anschließe, sollte Energie übertragen, dann wird wahrscheinlich sofort der Reaktor, der
Station explodieren, weil einfach so viel Energie auf einmal rausgesaugt wird, dass da dann wahrscheinlich das nur noch knallt. Gut. Ne, von daher. Nein, Moment. Wollen ja erstmal einsteigen. So, da wäre jetzt erstmal die Batterie. Die irgendwie. Moment. Maximale Ausgabe, maximal benötigte Zufuhr. 1,44 Megawatt. Puh. Aufgeladen in 2 Stunden, ja. Sorgt wahrscheinlich so 100% meines Urans im Tank auf, aber hey, ne? Man hat's ja. Hatte es vielmehr. Dann hat man es nicht mehr. Aber okay, dann spricht das aber durchaus für die Batterien. Zumindest was ihre Energie, eure Speicherfähigkeit angeht. Verbleibende Treibstoff 5 Stunden, ja. Ja. Ja, das ist halt schwierig. So. Verriegeln. So, jetzt haben wir wahrscheinlich instant keinen Strom mehr auf der Plattform. Reaktoren 5,2 Megawatt, ja. Okay, es reicht also noch. Habe jetzt auch nicht drauf geachtet, wie viel Energieverbrauch das jetzt wirklich entspricht. Ja, also 82%, also 83% der Stationsenergieversorgung. Jetzt muss man noch dazu sagen, ich habe hier auch noch Raffinerien stehen und so. Die arbeiten alle noch. Also sollten sie jedenfalls. Arbeiten sie noch? Max benötigt Zufuhr. Ja, ich will wissen, wie viel Zufuhr ihr kriegt. Reaktor, ja. Und die Raffinerie, der Raffinerie, die und die arbeiten auch. Okay, dann können wir einfach mal nach dem Reaktor schauen. Großer Generator, nein. Reaktor klein. Derzeitige Ausgabe 4,1 Megawatt, maximal 5. Das heißt, ja, wir haben, ja gut, wir haben halt tatsächlich noch Puffer. Sicher, mal gucken, wie lange es dauert, bis die dämliche Batterie jetzt bei Maximalspannung vollgeladen ist. Um dann nie wieder Batterien hier aufzubauen. Wahrscheinlich. Batterie. Hm. Maximal gespeicherte Energie, 363 Kilowattstunden. Müssen wir gucken, wie viel das in der Praxis dann sind. Gespeicherte Energie, ja. Hat ungefähr 10% aufgeladen, fertig aufgeladen in 13 Minuten. Also sind das oft mal 13 Echtzeitminuten. Das heißt, nein, Batterien. Also Batterien als Energieersatzspeicher als Alternative zum Reaktor sind eher schlecht. Weil man, ja gut, man braucht zwar kein Uran, aber man braucht hinterher doch wieder Uran im Endeffekt. Aber Thema Energie ist eigentlich ganz interessant. Wir können nämlich mal schauen, Moment, wir haben hier irgendwo Solarzellen, die wir bauen können. Also auch für die Station. Ich will jetzt nämlich in erster Linie eine für die Station bauen, weil die auf dem kleinen Schiff keinen Sinn machen. Jetzt müsste man das nur noch sehen. Ich tue es nämlich gerade nicht. Ja, hier unten. Ich hoffe mal, dass sie das alles noch mit Sachen füllen. Das wäre ganz schön. So, da sind sie doch. Solarzelle, so. Nee, 9. So. Davon können wir jetzt mal einen aufstellen. Oder einen, nee, vielmehr. Ja. So. Nein. Erstens, so. Zweitens, die Sonne kommt von da hinten. Ne? Oder sind die, ah ne, die sind beidseitig energieerzeugfähig. Ja. Sind beidseitig dazu befähigt, Energie zu erzeugen. Ach komm, die brauchen ja gar nichts. Ach, ich habe die 64 Solarzellen übersehen. Ja, das wäre auch viel zu einfach gewesen sonst. Ich guck mal kurz, wie teuer denn Solarzellen so sind. Ja, fett auf die Fresse gelegt. So. Erstmal nehmen wir 2, 3 Stahlplatten mit, wenn man sie denn da entdecken würde. So. Und jetzt Produktion Solarzellen. Also wir brauchen 60 Stück. Nein, wir brauchen mehr als 60 davon. So. Wir haben kein Gold. Das stimmt eigentlich gar nicht. Wir haben Gold.
wir haben eigentlich auch Goldbarren. Ist das Lager voll? Nein, es ist nicht. Vielleicht hatten wir auch nur Gold. Wir hatten nur Gold. Okay. Schade. Aber Silizium-Halbleiter sollten wir wirklich noch haben. Allein, dass in der Raffinerie fast 3 Tonnen davon liegen, spricht dafür, dass wir noch genug davon haben. Ja, jetzt habe ich dem Assembler das doch gerade in das Eingangslager gelegt. Oh, Moment. Ups, das sind 2 Kilo, nicht 2 Tonnen. Aber hier unten im Frachtcontainer haben wir noch ohne Ende eingelagert. Und das ist jetzt wirklich viel. So. Ah, ja, okay, für ein paar Goldbarren können wir noch verbrauchen. Produktionsgeschwindigkeit, mäßig bis heiter. Das wird jetzt wirklich ein bisschen länger dauern. Aber ich wollte jetzt nicht noch ein bisschen länger warten, weil ich jetzt auch eigentlich nur ausprobieren wollte, ob die jetzt wirklich was bringen. Ich hatte die nämlich als nicht so wirklich effizient in Erinnerung. Egal, schweißen wir erstmal soweit an. Ich glaube, die rote Linie ist da, wo es aufhört, aber die blaue Linie ist, glaube ich, da, wo es schon fertig ist. Also wo man ja schon halbwegs oder ein wenig nutzen kann. Nee, die blaue Linie war die Haltelinie. Schade. Und jetzt stellen wir fest, wir haben in der Zwischenzeit wahrscheinlich so ungefähr 0 Solarzellen produziert. Oh, 4. Naja, immerhin mehr als 0. Nicht viel mehr, aber ein wenig mehr. So, spackfest die Scheiße. Ja, nee. Okay, dann lassen wir das erstmal und werden das dann in dem Hauptspielstand dann nochmal ausprobieren. Weil ich glaube, es wird auf jeden Fall eine bessere Alternative sein, als wenn wir uns jetzt hauptsächlich weiter auf Atomstrom verlassen werden. Dann können wir vielleicht auch mal schauen, ob wir denn die Schiffe vielleicht nicht mit Batterien ausstatten. Oh, wir haben schon 25% ungefähr unserer Ladung erreicht. Oh. Ja, das ist doch mal eine Ansage. Moment. Nee, Kontrollfeld und dann Batterie. Aufgeladen in 10 Minuten. Gespeicherte Energie 126 Kilowattstunden. Ja, die Solarzelle ist unvollständig. Weil dann könnten wir, wenn wir das mit Solarstrom machen, dann ist es wieder richtig effizient. Dann wären Batterien wieder richtig praktisch. Aber das ist halt doch ein bisschen problematisch, wenn man bedenkt, dass die dass die ziemlich viel Platz brauchen. Ich finde es cooler, wenn die so 1 oder 2 Blöcke groß wären und man dann halt viele kleine davon bauen kann. Dann müssen die halt auch nicht so viel Lagerkapazität haben. Weil irgendwie passt die Blockgröße überhaupt nicht zum kleinen Schiff. Genau wie die Blockgröße von einem Verbinder irgendwie kaum zu so einem kleinen Schiff passt, finde ich. Aber, ja. Muss man mitleben. Wenn wir dann mal schauen, vielleicht stellen wir die ganzen... oder steigen wir dann vorzeitig schon in die Elektromobilität ein und stellen unsere Schiffe auf Elektrobetrieb um. Wäre ja auch lustig. Ne? Von daher... Oder wäre ja mal was Innovatives, ne? Von daher, solange die Solarzellen nicht so ganz ineffektiv sind, weil wenn die total ineffektiv sind, dann ist das halt irgendwie blöd. Ganz einfach. Der Vorteil ist aber, dass hier wirklich immer die Sonne scheint, weil hier sind keine Wolken im Weg, die einem das versauen könnten. Und von daher, ja gut, ne? Belassen wir es dabei. Vor allem bei diesem Spielstand. Und damit bis zum nächsten Mal, wenn es hier heißt, Let's Play Space Engineers.